Vor 8 Jahren gab es so einen richtig komischen Trend auf YouTube, dass man seinen Zuschauern die Apps vorgestellt hat, die man damals halt auf seinem Handy so hatte. Und ich dachte mir, Mensch, es ist zwar nicht mehr 2014, aber wir können den Trend ja mal wieder aufleben lassen. Und vielleicht hatte ich auch einfach keine Videoidee für heute. Quality Content! Hallöchen, meine lieben Freunde und es ist so cringe, ne? Wieso habe ich das Video überhaupt mit 16% aufgenommen? Ich hoffe wirklich, es klappt von der Qualität, dass ihr das erkennen könnt, weil guck mal, wenn ich näher rangehe, ich habe eigentlich so ein gutes Objektiv. Es ist einfach alles low budget auf meinem Kanal. Genauso wie jetzt hier auch. Ich werde euch auch heute wieder so ein paar Apps zeigen, die ich auf meinem Handy habe und so ein bisschen so einen Vergleich machen zu damals. Also fangen wir jetzt mal hoffentlich endlich an mit der ersten App hier. Also ich habe halt ein iPhone 5. Oh mein Gott. 5S oder 5C. Ey, das sieht mega cool aus so. Ja, ultra cool. Ey, also ich habe hier ein iPhone 13 oder so, weil iPhone 14, sorry, sehe ich absolut gar nicht. Mein Code. Scheiße, jetzt kann ich ja meinen Code. Aber oh, ich habe immer noch... Verdammt, ich habe noch immer den gleichen Code! Was soll ich sagen, Bruder? Wir fangen jetzt mal an und zwar so Standard-App halt, Nachrichten, dies, das. Immer noch, genau so. Seht ihr hier oben. Digga, Fokus klappt noch immer nicht so richtig, ne? Ach, guck mal, er hat's. Nachrichten habe ich immer noch hier ganz oben, will ich jetzt nicht draufklicken, aber ganz normale Nachrichten-App halt. Also hier haben wir dann iStudies. Das ist eine sehr, sehr coole App. Da steht, du hast heute frei. Hier ist dann der Kalender, so mit meinem Schulplan, dies, das. Da steht. Oh mein Gott, stimmt, da war ich ja noch in der Uni. Also hier habe ich aktuell meinen normalen Kalender. Ne? Um mal hier die Cams wieder zu switchen. Ganz normaler Kalender, den ich mittlerweile nutze. Fotos, ganz klar, halt einfach Fotos. Ja, habe ich immer noch so. Also ihr seht ja hier, Fotos habe ich immer noch genau gleich angeordnet. Daneben Kamera-App, um halt einfach ja, die Fotos halt zu machen. Kamera, um Fotos zu machen. Ich weiß nicht, ob ich ein übelstes Opfer bin, weil ich das gerade so krass finde, aber einfach alles genau gleich. Code, Anordnung, ich sag genau das Gleiche. Digga, was ist das für ein Opfer, der das da gemacht hat? Und dann haben wir hier YouTube. Oh mein Gott, wie das aussieht. Ist natürlich ein Muss für einen YouTuber, empfohlene klar. Videos, okay. Ach ja. Aber es ist so lachig, ich habe immer noch YouTube hier genau an der gleichen Stelle. Nur das nächste, da habe ich dann Amazon-App, weil das hat sich bei mir über die letzten Jahre entwickelt, dass ich übel viel einfach über Amazon mache. Dann haben wir hier Notizen, wo ich halt so ein paar Sachen eintrage, wie... Ach, keine Ahnung, so was ich mir noch kaufen muss, irgendwie, da schreibe ich dann so rein, so ja, Rasierklingen, Shampoo, dies, das. Ja, mittlerweile mache ich alles über Notizen. Notizen, Kalender und Erinnerungen-App könnte ich nicht mehr ohne leben. Also hier, Notizen sind mittlerweile hier und Erinnerungen hier. Die App gab es halt damals noch nicht. Sieht man auch gar nicht mal so gut hier, ne? Mit der Kamera immer noch low budget, aber ohne die beiden Apps könnte ich echt nicht mehr leben. Dann haben wir hier die meistgenutzte App von mir, WhatsApp. Ja, einfach zum Schreiben, ne? Seht ihr auch hier? Facebook Messenger. Ich habe auch hier noch eine Facebook-App. Habe ich aber nicht mehr. Aber ich finde diesen Messenger einfach an sich. Die Push-Benachrichtigungen kommen schneller an. Man kann besser Videos und Filme versenden. Ach, Videos und Filme. Videos und Bilder versenden und sowas alles. Hey. Facebook Messenger finde ich einfach cooler. Ja. Dick.cc. Ja, das war halt der Übersetzer, den ich damals immer genutzt habe. Habe ich jetzt halt nicht mehr. Damals brauchte ich das halt wirklich für Schule und so ein Kram. Und wenn man Hausaufgaben gemacht hat, das ging einfach am schnellsten. Aber mittlerweile habe ich es halt nicht mehr hier drauf. Dann kommen wir hier in meinen Ordner Brudis. Dann haben wir den App Store, wo man sich halt Apps downloaden kann, das ist so wie der Play Store und anderen. Weil, bevor der sich hier jetzt noch weiter zum Affen macht, warum denn Brudis? Okay, aber wir haben auf jeden Fall App Store App drin, um mal ganz kurz zu switchen. Die habe ich. Die hatte ich normalerweise immer hier. Aber ich glaube, die habe ich jetzt im Apple-Ordner. Hier, genau, da habe ich meine Apple App Store App. Dann haben wir hier Sport 1, da nutze ich mittlerweile Kicker. Habe ich hier. Vorne drauf, ne? Dann hat er hier damals Gmail noch in dem Ordner drin gehabt. Ich nutze nur noch Mail, also die normale Apple-App dafür. Skype nutze ich gar nicht mehr, sondern nur noch FaceTime, also das Apple-Skype quasi. Shazam nutze ich auch nicht mehr, da nutze ich einfach auch Siri, also von Apple quasi, dass du einfach sagen kannst, ey, wie heißt das Lied so nach Motto? Und er, keine Ahnung, was das ist. Das war, glaube ich, irgendwas mit Aufnehmen damals. Amazon hatte ich hier in dem Ordner drin, das habe ich, wie gesagt, jetzt hier. Weil ich halt echt viel über Amazon bestelle. Und Aktien... Gut, hatte ich halt damals die Aktien-App, aber mittlerweile habe ich halt Trade Republic. Und er ist so eine richtig, richtig coole App. Ich zeige euch nur ein paar von denen, die ich richtig cool finde. Ja, keine Internetverbindung. Aber finde ich richtig cool gestaltet, so was halt gerade so im Fernsehen läuft. Oh mein Gott! Ich dachte, On Air wäre eine App gewesen, um irgendwie Tondateien aufzunehmen für Videos. Aber ich hatte die wirklich, um zu gucken, was gerade aktuell im Fernsehen läuft. Bro! Ich habe einfach mittlerweile seit 4, 5 Jahren keinen Fernsehanschluss mehr. Ich schaue kein Fernsehen mehr. Es ist unfassbar, wie ich mich auch als Mensch verändert habe oder wo ich mich auch nicht verändert habe. In Dortmund war ich letztens und da war es halt so, wir wollten halt irgendwo essen gehen. Ich habe einfach wohin angemacht und dann kann man da halt auswählen,
Nein, kann man hier halt Essen auswählen. Und dann, ich habe jetzt keine Internetverbindung, aber du kannst halt alles auswählen, auch so Fotoläden und alles mögliche. Alter! Es ist schon irre, wie mittlerweile alles hierüber gemacht wird, ne? Alles läuft ja mittlerweile über Karten. Wenn du irgendwo unterwegs bist und du willst irgendwie ein Restaurant suchen oder kannst auch Siri fragen oder keine Ahnung was. Also, es ist verrückt zu sehen, wie viele Apps von damals es einfach nicht mehr gibt, weil Apple die einfach kopiert hat und standardmäßig als Apple-Apps mit aufs iPhone gepackt hat. Haben wir hier Games? Flappy Bird? Oh mein Gott, Flappy Bird gab's damals noch. Ey, das ist so Nostalgie. Aber gut, wir können auch hier einmal ganz kurz durchgehen. Candy Crush kennt, glaube ich, jeder. Kickstar, gut, ist halt mittlerweile Kickbase. Hier habe ich immer noch drauf. Das ist so eine Manager-App, die man mit Freunden hat. Bin halt großer Fußballfan, von daher habe ich das hier. Ridiculous, Jetpack Joyride, Doodle Jump und die magische Miesmuschel. Sind immer noch Apps, die ich teilweise noch habe. Ich switche mal eben kurz hier wieder drauf, dann seht ihr mal hier kurz meine Spiele. Klar, Clash Royale bin ich riesengroßer Fan von. Ich kann es euch mal ganz kurz hier zeigen, wie ich da gerade perfekt, ich habe kein Internet. Weiter geht's hier mit meinem Spieleordner. Das sind die Spiele, die ich aktuell hier habe auf meinem Handy. Fotoroulette, sehr, sehr geil, wenn man mit Freunden unterwegs ist. Da kann man nämlich dann sagen, okay, jeder packt seine Bilder in die App rein und dann zeigt einem die App ein Bild an und dann muss man mit seinen 4, 5 Kollegen erraten, von wem dieses Bild ist. Also wer dieses Bild auf seinem Handy hat. Chicken Royale muss man mit einem Hühnchen über eine Straße laufen. Brain Out habe ich noch von YouTube-Videos. Brawl Stars kennt, glaube ich, jeder. Among Us kennt jeder. Doodle Jump kennt jeder. Dummkopf, das ist Dudak. Das spielen wir immer mit Sandra und so. So ein Kartenspiel, aber auf dem Handy. Party Bomb ist so ein Trinkspiel. Die magische Miesmuschel habe ich immer noch auf dem Handy. Brain Test ist auch für YouTube-Videos. Scream Go Hero muss man schreien ins Mikrofon, damit sich die Person bewegt. Mario Kart kennt jeder und Brain Find ist auch für YouTube-Videos. Wikipanion wäre dann die nächste App. Und zwar ist Wikipanion eine App, halt einfach so ein Wikipedia für iPhone quasi, so kann man das nennen, ne? Braucht man auch nicht mehr. Also ich bin wirklich ein Mensch, ich mache alles über Siri. Egal, ob es jetzt ein Weckerstellen ist, mich an irgendwas erinnern lassen oder wenn ich eine Frage habe, zum Beispiel, wie viele Einwohner hat Lissabon, wie wird das Wetter morgen, kannst du mir Kernspalten erklären. Weiter habe ich dann hier Einstellungen, habe ich auch hier immer noch. Also viele Apps sind wirklich am gleichen Ort geblieben, genauso wie Snapchat hier. Rechts am Rand war immer, ist auch Snapchat hier immer bei mir rechts am Rand. So ein paar Sachen verändern sich einfach irgendwie nicht. Sonst habe ich halt hier auf meinem aktuellen Handy einfach nur noch hier in der Zeile TikTok. Gab es halt damals noch nicht. Hier drunter habe ich noch Dateien, also iCloud gab es damals auch noch nicht. Und hier drunter so eine Blitzer-App. Kickbase, ich habe vorhin schon gesagt, Sonos, das ist für meine Musikanlage hier zu Hause, damit ich die steuern kann. Dann die Auto-App, damit ich mein Auto orten kann, sehe, wenn irgendwas passiert, Ölstand etc. Social Blade und YouTube Studio sind für einen YouTuber halt einfach gute Apps wegen Statistiken etc. Wetter, einfach wegen dem Wetter logischerweise. Und unten die Apps sind bei mir Telefon, dann soziales Netzwerk Instagram, Safari, also um ins Internet zu gehen, und Spotify. Und das war tatsächlich damals vor 8 Jahren auch schon exakt genauso. Dann haben wir hier Telefon, halt zum Telefonieren. Das hier sind die 4 wichtigsten Apps. Also bei iPhone ist es so, die bleiben halt immer da. Wie ich das auch so erkläre. Egal, was ich hier mache, ich kann auch hier so machen. Ey, wie das Suchen aussieht. Oh mein Gott. Guckt mal, wie das jetzt aussieht. Das hat sich ja so krass verändert. Ich meine, ich zeige euch jetzt nochmal, wie es damals aussah. Ne, wenn man diesen Screen da hochgezogen hat und jetzt, wie es jetzt aussieht. Ey, es ist so irre, das ist 8 Jahre her. Facebook, erklärt sich von selbst. Opera ist einfach, warum ich Safari nicht benutze, ist Opera. Opera ist nämlich, finde ich, viel cooler als Safari, ist auch schneller. Und Spotify einfach zur Musik hören. Und ich habe zurzeit keinen eigenen Spotify-Account, sondern einen mit einem Kumpel. Ja, ich habe mir das damals immer geteilt mit einem Kollegen. Auf richtig broke angelehnt. Mittlerweile sind wir einfach Spotify-Partner, Digga, mit unserem Podcast. Wer hätte das denn gedacht vor 8 Jahren? Es ist Wahnsinn. Aber ja, wie gesagt, sind wir hier wieder in der aktuellen Ansicht. Ich habe es immer noch genau gleich. Telefon, anstatt Facebook habe ich halt Instagram. Anstatt Opera habe ich mittlerweile Safari. Opera ist immer noch ein geiler Browser. Allerdings habe ich halt auch ein MacBook und habe da halt auch Safari drauf. Und dann ist alles halt über die Cloud und so. Allerdings ist an der Stelle dieses Video hier tatsächlich auch vorbei. Ich bin jetzt nicht auf die Apps in den Ordnern eingegangen, weil er mir hier damals wirklich ein bisschen zu viel gequatscht hat. Wie gesagt, wenn ihr euch das Video von vor 8 Jahren da damals nochmal komplett ausführlich anschauen wollt, dann sucht's einfach, ihr werdet es schon finden. Und dann könnt ihr euch nochmal ganz genau anhören, was ich zu welcher App sozusagen hatte. Allerdings zeige ich euch jetzt nochmal kurz die restlichen Apps, die ich hier noch auf meinem iPhone drauf hatte. Die Sache ist, ich habe keine App ausgeblendet. Das kann man ja machen beim iPhone. Ich weiß allerdings nicht warum, weil ich habe keine Geheimnisse. Ich starte einfach mal mit dem Fotoordner. Da habe ich Afterlight, um Bilder zu bearbeiten. Visco auch, aber habe ich schon lange nicht mehr, benutze ich gerade. Sticker Maker, um dumme WhatsApp-Sticker zu erstellen. Insta360 ist wegen so einer lustigen Kamera, mit der Sanna und ich manchmal TikToks gemacht haben. Und Cam High sind so ein paar Überwachungskameras, die ich überall möglich installiert habe. Also egal, ob das in der Garage ist oder auch hier in der Wohnung. So eine zusätzliche App zu meinem Sicherheitssystem. Dann im nächsten Ordner Travel.
habe ich mein Wallet mit den ganzen Flugtickets drin, Airbnb für Wohnungen, Uber für Taxifahrten, Freenow für Taxifahrten, Google Maps einfach, wenn mal Karten irgendwie nicht funktionieren sollte, Uber Eats zum Essen bestellen, ImmoScout hinsichtlich, weil ich es einfach interessant finde, mit Immobilien mal so ein bisschen zu gucken in verschiedenen Städten. Corona-Warn-App, natürlich, jeder hat sie auf dem Handy. DB-Navigator für die Deutsche Bahn. Booking, um Hotel zu buchen. Flightradar, weil ich es echt witzig finde, ab und zu, wenn man so in den Himmel guckt, so, oh, wo fliegt der denn hin? Dann einfach so nachzuschauen. Moja ist so eine Taxi-App in Hamburg, habe ich aber schon ganz lange nicht mehr benutzt. Ryanair, jeder kennt Ryanair, jeder kennt Lime, die E-Scooter. Google-Übersetzer, was ich damals hier dick.cc hatte, hatte ich jetzt einfach den Google-Übersetzer. Deliveroo, auch habe ich auch schon lange nicht mehr benutzt, um Essen zu bestellen. Duolingo, um Sprachen zu lernen. Kopfpass wegen meiner Impfungen. Cowboy, einfach wegen meinem Elektrofahrrad, Urban Sports, wegen Sport. Dann habe ich hier noch, was ist das? Das ist Made. Das ist um tatsächlich in Köln kannst du Arzneimittel und so Apothekensachen wie Nasenspray oder Augentropfen kannst du damit darüber bestellen. Eurowings, einfach wegen Fliegen und E-Grid, wegen einem E-Scooter, den ich besitze, einen eigenen. Dann gehen wir rüber in die Apple-App. Muss ich euch, glaube ich, nicht zeigen. Das sind einfach die ganzen Apple-Apps, die ich hier rein verschoben habe. Wie gesagt, ich war bisher immer zu faul, irgendwie Apps auszublenden, aber die nutze ich halt eigentlich alle nicht. Dann haben wir hier vorne Sonstiges. Schiebe ich einfach alles Mögliche rein, was ich nicht so immer benutze, aber wenn ich suche und dann weiß ich, es ist da drin. Google Drive einfach. Ich nutze, wie gesagt, iCloud, aber wenn irgendwie mir jemand Drive nutzt, dann habe ich es hier drauf. Dick.cc habe ich sogar tatsächlich immer noch drauf von damals. PayPal, um Geld zu senden. Adobe Scan, um Dokumente zu scannen. McDonald's, einfach, wenn man mal da ist, dann kann man auf jeden Fall auch ein paar Gutscheine zurückgreifen. Speedtest, um, nutzt man eigentlich auch nicht mehr, aber einfach mal zu schauen, wie so die Verbindung ist vom Internet. StockX, wegen Shoppen, Fashion, Kleidung etc. NTV-Nachrichten, die ich mir per Push aufs Handy bekomme, Volt, um Essen zu bestellen hier in der Großstadt. Flaschenpost, um Getränke zu bestellen hier in der Großstadt. Wetter Online, einfach eine Alternativ-App zum Wetter-App von iPhone und zwar noch mit Regenradar etc. drin. Lieferando natürlich auch, um Essen zu bestellen. Gorillas, um Lebensmittel zu bestellen. ASOS, Klamotten, Flink, auch Lebensmittel. Farfetch, Klamotten, Tipico. Nutze ich eigentlich nicht mehr, aber ist trotzdem mal ganz interessant, mal so auf Joke einfach für einen Euro irgendwie so einen Schein zu machen, zu gucken, boah, kann ich jetzt aus dem Euro 17 Millionen gewinnen? Ich habe noch nie gewonnen, deswegen kann ich euch das nicht ans Herz legen. Google, weiß ich gar nicht mehr, warum ich die App drauf habe. Also ich muss auf jeden Fall nachher mal ein bisschen aussortieren. Asana ist so ein Board, was ich mit den Leuten vom Luca-Shop habe. Da kam auch schon seit 1,5 Jahren nichts mehr im Merch-Shop, aber es kommt bald wieder vielleicht was. Von daher planen wir dort einfach so ein paar neue Produkte. Dann habe ich hier auf jeden Fall noch den Sozialordner, den Social-Ordner. Da sind einfach nur so ein paar soziale Apps drin. SkyGo, Netflix, mein Magenta vom Telefonvertrag. Gmail, auch noch Mails, Twitch wegen Livestreams, Prime Video, um Sachen zu streamen. Twitter, bin ich gespannt, wie es wird, wenn Elon Musk das jetzt bald übernommen hat. Soundcloud, da ich auf Soundcloud auch immer noch viel Musik höre und so Mixes höre. RTL Plus habe ich tatsächlich nur wegen der Conference League, weil Köln ja aktuell in der Conference League spielt. Oder wenn ihr das Video seht, vielleicht auch nicht mehr, keine Ahnung. Discord, einfach, ne, kennt, glaube ich, jeder, der gerne zockt. DAZN wegen Fußball gucken und Basketball und UFC und alles. DAZN einfach eine geile App. Und man muss ja mittlerweile auch 1000 Streaming-Anbieter auf dem Handy haben, wenn man alle möglichen Sportereignisse sehen will, weil die sich die Rechte ja so aufteilen. Tier wegen E-Scooter. Weiß nicht, warum das da drin ist und nicht bei Travel, bin ich ganz ehrlich. Amazon Music, Shazam habe ich immer noch auf dem Handy sogar. eBay war ich schon lange nicht mehr drin. Disney Plus und Reddit. Dann haben wir als letzten Ordner Games. Den habe ich euch ja vorhin schon vorgestellt. Die Spiele, die ich aktuell so auf dem Handy habe und die allerletzte App, die ich euch noch nicht gezeigt habe, ist Be Real. Clash Royale haben wir gerade schon drüber gequatscht. Weiter geht's hier nicht, da kommen nur noch irgendwie so eine, was auch immer das hier ist, so eine Auflistung, I don't know. Be Real, einfach, ja. Habe ich letztens ein komplettes Video schon drüber gemacht. Könnt ihr mich auch immer noch adden, ich heiße der LaserLuca1, aber meine Freundschaftsanfragen sind voll. Deswegen kann man mich auch vielleicht, glaube ich, nicht mehr adden. Das war's. Ich habe jetzt länger gequatscht, als ich eigentlich wollte und das Video ist auch deutlich länger geworden, als ich es eigentlich vermutet habe. Allerdings sind das die Apps, die ich aktuell so auf meinem iPhone besitze. Was habt ihr für ein Handy? Schreibt es mir mal gern unten in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall absolut gar nicht interessieren.